Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plakat im, auf den Marsch. Wir verkaufen jetzt ein kleines Gewichtchen. Und zwar das Grüne, das Schwere. Ist im Grunde überflüssig. So, wo haben wir das denn jetzt? So. Können wir gleich auf Feld 3 gehen und mähen. Und dann können wir gleich einen zweiten nehmen und schwappen. Das ist jetzt hinten. Wir müssen vorne an. Ich war mir sicher, dass ich mal einen gekauft hatte. Gut. Passt. Diese großen Geräte brauchen schon einen recht starken Traktor. Vom Gewicht her, Eigengewicht her, also sollte man schon nicht sparen, wenn man so. So, willkommen, Feld 3. Bis jetzt Eigentum. Das stimmt nicht. Hinten mal ausklappen. Dann weiß er das. Denn nur vorne ist er ein bisschen blöd, ne? So, dann mal ganz kurz schauen, ob sie auch schwappen tut. Das heißt, das vorne aufstarten. So soll er mit Schwappen arbeiten. Das macht er zurzeit nicht. Blödes Licht. So, den senken, das vorne. Das mal abstellen. Bereit aber, wir wollen was anderes haben. Streng Z. Radablage. Links, rechts. Gut. Gut, das haben wir mal Kurs durchstarten. So. 3. Bei den Krähen sollte man machen, entsprechend. Vollen Zähne, dann geht das Ding jetzt besser. So, entlassen. Er soll bitte vorne anfangen, nicht mittendrin. Also wir brauchen jetzt keinen Spatten, ne? Also wir müssen nur halt den Kurs jetzt speichern. So. Leist. Speichern. Nähen, ja, also da können wir klein schreiben. Nähen. Mit.
What? So. Why? Das sieht gut aus. Und gleich den nächsten Traktor nehmen. Noch nicht gewachsen. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Traktor. Silage, das ist die andere BGA. Das ist zur rechten Zeit gesehen, Anführungszeichen, ist man noch drin. Unser Spezial-LKW. Und einen großen, extra großen Anhänger. Hier wollte ich mal was probieren, jetzt haben wir einen Überlader rein. So, gut. Weil der macht nämlich immer zu. So. Das ist jetzt der Traktor. Dann werden wir auch gleich mal zurückfahren, bevor er hier Schaden anrichten kann. Das ist immer das Problem, man hat keine Pflegereifung. Ja, wir haben eine Schale. So. Wir brauchen jetzt die Presse. Kann ich hier mal hin, so kaputt ist das Ding nicht. Nur bei 9%, das ist Pilleballe. Im Normalfall würde ich sagen, okay, wir machen das neu. Aber dem Fall heute nicht. Aber hier war den Arschballen. So, Ballen pressen, zurücksetzen, Alt X, Alt links, X, ich kann X nehmen, das wird. Und was verrückt, einfach vorne. Ah, gepresste Ballen heute. Das Alt Z. Ja, das ist sogar auch für, naja, was sag schon, die andere Steuerung. Halt links. Halt ja nicht das Ding an hier. Von der Grafikkarte. Ja, natürlich geht er wieder raus. Dann kann ich auch ganz hochgehen. Und noch einmal auf fertig machen. Muss ich ganz kurz den Kurs kopieren. 12.2. Weil Alt Z ist die Steuerung von der Grafikkarte zum Aufnehmen. So. Geladenkurs. So, was machen wir jetzt schon? Wir laden jetzt. Wählenfeld 3, genau.
kann ich mir gleich ransetzen und ballen hinterher nach so, ne? Dann können wir in die BGH, ja, Nord kann man sagen, das ist glaube ich Nord, mit Ballen beschicken. Also das Gras noch nicht gewachsen. Oder ist er fertig? Er ist fertig. Können wir mal Gras machen, du. Junge, die Lenkung geht um Keks. So. Wie bin ich jetzt raus? Oder der andere sich gemeldet hier. Ah, die Programme. Jo, so ist das, ne? Also Hintergrundprogramme sind mir schlecht. Schmeißt er mir auf ein Spiel, dann ist schön für dich, ne? Das bringt nicht. Den fahren wir ganz nach oben hin. Tendiere eher dazu, durch den Verkauf. Die Lenkung ist nicht gut. Nicht gut. Ich habe die Aufnahme gedrückt. Noch blöder. Ich habe den Kahlstreuer nicht eingeklappt. Das ist noch blöder. So. Das heißt ja spekulieren. Ich möchte aber nicht spekulieren. Von der Zeit. Gute Frage. Also noch 10 Minuten laufen. Leider kann ich jetzt die Programmversion nicht erkennen, die haben schon live gezeigt. Schön, schön. Aber meines Wissens wird die Lenkung noch nicht funktionieren. Auch nicht gewachsen. Nein. Immer beim zweiten Mal. Irgendwo bei der Stecker aussieht. Oh, noch nicht. Beim zweiten Mal geht es normalerweise immer. Die brauchen nämlich jetzt den LKW. So, jetzt geht's. Starten. Gut, dass es Outlook gibt. Aber wenn es sein muss, geht er ohne, ne? Aber da schaffen wir halt weniger, ne? So, auf und Ballen holen. Also 2 muss noch ein bisschen wachsen. Mindestens 2 Stufen noch. Dann kann ich gleich die. Ja, wenn das durchwächst, auf jeden Fall, gleich
So. Und jetzt hier. Also hier merkt man sofort, dass die Wiese nicht optimal ist. Also das Gras wächst nicht so hundertprozentig, also ist viel Dünger. Das Problem werden wir auf unseren anderen Wiesen auch haben, weil schnell gewachsen ist. Auf der 1 sollte hier gut sein, auf der 13 sollte es auch noch gut gehen, weil da warte ich nur noch ein Wachstum. Und auf diesem neuen kleinen Feld geht's auch. Licht wieder aus. So, das sind jetzt 8 Ballen. Schmeißen wir fix hin. Immerhin 80.000. So, der ist leer. Mit 5 schaffen wir es so gerade so aufzufüllen. Da stehen noch Paletten drin, sag gut. Noch ein 17er. Also ohne Funktion. Deko. Können wir nicht gleich im Frühjahr zum nächsten Mal weitermachen. Ich denke mal, soll schon funktionieren. In einer Woche, denke ich mal, ist es soweit. Dann so, stellen wir rechts ab. So. Man sieht gerade ruhig ein bisschen mehr wie 10 Meter, also wie 9 Meter. Also haben halt keine Verluste, das bleibt nicht stehen. Noch nicht gewachsen. Ich glaube, den Mod habe ich deaktiviert. Ne, der ist aktiv. Gras wächst. Unkraut in 30 Stunden. In 6,8. So, jetzt ist 13 Uhr. 13 Uhr. 6 Stunden, das sind bis 5. 18 Uhr, mitten in der Nacht. Das ist typisch.
Ja. Das sind heute die ersten drei Folgen. Ich leg wieder an. Da wird schon ein schöner Acker hier, schön groß. Lohnt sich nicht hier für irgendwas Schönes. Ich fahre mal rüber zur BGH. Das nehmen wir noch mit. Ja, das ist nicht ganz praktisch. Dann weiß gar nicht, ob die Nord BGH oder Süd. Aber die müsste da genug haben. Aber wüsste. Dann fahren wir mal Vollgas darüber. Dann müssen wir noch gleich den nächsten Dings düngen. Denn die kann man ja sofort düngen. Weiter dem alles schön gemäht ist, kann man da düngen. Da müssten ja die BGH schon zu sehen. So groß zu erkennen. Dass hier kein Gegenverkehr kommt. Beziehungsweise von der Seite. Abziehen ist anders, da sind die Silagebahnen nicht gleich fertig. Da müssen auch dann mehrere Tage stehen. Weil das muss ja auch gern, ne? Beziehungsweise das muss ja erstmal wieder reifen in der Beziehung. Da sind wir. Wir sind dicht daran. Silo King. Ups. Zu weit eingeschränkt. So, jetzt kurz auf welche Seite. Gleich wieder rein. Das sind jetzt genau 10 Stück. 100.000. Sollte eine Weile hinkommen. War ja super, gleich wieder rechts und wieder links. Dann geradeaus und dann da. Langsam kennen wir uns hier aus. Ah, jetzt. Natürlich werden wir nicht immer jetzt nicht alles wiesen lassen. Das ist natürlich nicht vorgesehen. Nur so lange wie jetzt das in der Schwebe hängt, dass die Ziesen genommen werden kann, dass ich im Prinzip gleich mit Gras beginnen kann und dann voll loslegen kann. Da werde ich einige Wiesen lassen und andere Wiesen werde ich dann nach der Maat sofort wieder neu einsehen, also neue Frucht einbringen. Also wenn ich 9 Tage spiele, den ersten beiden Tagen passiert nichts. Da wächst, kannst nichts einsehen, nichts. Dann bist du froh, wenn du das Gras hast. Und dann will ich das Gras entsprechend, wenn es sein muss, noch düngen. Oder auch kalken, wenn es sein muss. Was eher nicht der Fall sein wird.
Und dann werden wir das erstmal mähen und pressen und dann die Ballen entsprechend einlagern, Möglichkeit. Und die BGA bestücken, dafür wir ein bisschen Geld verdienen. Ja, das sind aber nur 5 erstmal, ne? Ich brauch mehr. Dummer Gas. Muss ich auch mit 2 arbeiten auf Dauer? Hier fahren wir zur Süd. Weil im Grunde will ich hier die Ballen weg haben. Denn wenn der Prinzip der kommt, dass die Ballen nicht im Weg stehen. Wäre nicht schlecht. Also hinterher fahren. Ich habe mir noch ein Glas Wasser geholt. Prost! Ah, ne. Das sieht nicht gut aus. Kommt mich leider nicht an. Junge, da muss laufen, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das muss man hinkriegen. Das die Wiese ist so groß. Aber der fährt natürlich genau da in den Augenblick da lang, wo er nicht soll. Und deswegen bin ich nicht zu BGH gefahren. Später, wenn er wieder hoch runter fährt, ist es egal, dann ist die Gefahr nicht da. Aber jetzt ist die Gefahr doch schon da. Oh, ich bin noch ein Reifen, war gerade heiß. Oh, heiß. Puh, wir sind warm hier. 27 Grad sehe ich da oben. Hier unten 28 und da oben. Ja, kann man nicht erkennen. Monitor im Weg. Es geht auch schneller. So, Licht aus. So, aus. Hier könnte man düngen, ne? Das könnte man gleich mal, aber da muss trotzdem erst fertig werden. Das heißt 7 Stunden, also gegen 19 Uhr, 20 Uhr, das ist sau blöd. Müsste den Kalkstreuer leer machen und dann. Ja, da ist nichts. Dann fahren wir zum BGH. 70.000 Liter werden es auch nicht wettmachen. Aber falls sie fehlen, dann kann man die immer noch gut unterbringen. Ein paar liegen noch. Auch nicht mehr viele, einige liegen außerhalb. So. Machen wir ganz kurz aus. Gut, alle drinnen. Versorgt eine Weile. Kann ich wieder nach Norden fahren, da ist auch ein Hänger. Können wir gleich mal die Schulden abbezahlen. So. Düngerstreuer holen. Ja. Ja, machen. Wir können ja den großen nehmen.
Aber nur ein, zwei Traktoren. Über den großen wollte eigentlich kein. Ah, den gelben nehmen wir gleich. Dann machen wir gleich Pflegebereifung. Hier müssen so mal zwei Düngen her. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Eine XXXL-Folge. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaltet habt. Jetzt einmal Schüsse in den Winkel. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.